Tisch und Kneipe. Unsere Baustelle hört man überall. Mische, mische, klecker, klecker und dann zack. Ja, so geht es heute hier den ganzen Tag. Sonne scheint, ab geht's weiter. Und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich hier hinten nochmal den Boden nochmal etwas vergrößert. Und ich habe hier die alte Holzhütte abgerissen. Ja, man kann auch sehen, hier liegen noch die alten Leichen rum. Naja, die lassen wir erstmal liegen. Die lassen wir nochmal ein bisschen, ne? Reifen, sage ich mal. Als nächstes würde ich mich ganz gerne noch was bauen. Und zwar würde ich hier gerne mal so einen Friseur jetzt hinbauen. Ja, ihr habt richtig gehört, einen Friseur will ich jetzt hinbauen an dieser Stelle. Und ich würde gerne hier noch was bauen, was ich sagen muss, was ich bis jetzt abgeguckt habe aus Diamond City. Da gehen wir mal hier rein. Und das habe ich, glaube ich, nämlich auch schon hier gesehen irgendwo. Das müsste hier gewesen sein. Hier setzen wir uns jetzt mal eiskalt mal durch. Ja, da kommt der Bus. Und zwar würde ich mich gerne hier so einen Schulbus hinbauen, hier, wo quasi unsere Schule denn wird. Leider habe ich keinen Bus mehr, wo halt Schule draufsteht, aber naja, okay, hab's so. Das soll nämlich auch dann gleich die äußerste Begrenzung werden von unserem Jahrmarkt, hätte ich was gesagt schon, ne, aber von unserem Marktplatz. Den stellen wir doch mal einfach mal hier so hin. Gucken uns jetzt mal kurz an die Geschichte. Ja, der müsste noch ein Stück rüber. Kann ich das von hier aus machen? Also, dass er hier nicht so, sag ich mal, in dieser Schwebeposition hängt. Wir richten das doch einfach mal jetzt so ungefähr aus. Das dürfte eigentlich ganz gut passen so. Okay, das Hinterrad steht jetzt ein bisschen über, aber naja, halb so wild. Was haben wir gerade jetzt noch hingestellt? Dann laufen wir jetzt mal kurz nach hinten hier und ziehen mal unser Sicherheitszaun, der uns hier, ne, vor allen Bösen so abhält. Den ziehen wir mal kurz mal weiter. Dafür gehen wir mal hier rein. Hier haben wir ja die einzelnen Modelle gehabt. Und wie gesagt, das suchen wir uns mal jetzt was Schönes aus. Die stellen wir dann einfach mal hier so an. Ich versuche mal wieder unterschiedliche zu nehmen, also nicht quasi immer die gleichen. Na. So. Okay, ich denke mal, hier, das wird uns im Weg stehen. Dann nehmen wir einfach mal weg. Rasieren wir mal hier den Boden etwas kahl. Zack, das haben wir jetzt auch hier gemacht. Mal kurz den Hügel erklimmen. Mal gucken, wie die Geschichte ausschaut. Warum das Ganze nämlich noch ein bisschen höher? Als nächstes würde ich dann hier an dieser Stelle so ein T-Stück verwenden, quasi hier so ein Eckteil. Also mal kurz woanders nochmal hinstellen, nochmal etwas. Immer den vollen Überblick haben. Stellen wir das so hin. Und dann als nächstes wieder mal so. Hatten wir den schon? Den hatten wir schon. Und den hatten wir auch gerade. Was ist mit so einem hier? Was bist du denn? So, dann nehmen wir einfach mal dich. So, dann bist du unser ausgewähltes Stück quasi. Du kommst dann mal so hin. Stellen wir so hin. Dann können wir mal wieder ein Stickeres nehmen. Oder was haben wir noch? Wir haben ja so ein Modell. Seid ihr die gleichen eigentlich? Ach ja, ihr seid die gleichen. Moment. Dich packe ich nochmal weg. Ihr seid ja quasi die gleichen. Nur, dass ihr hier oben nochmal so schön fassiert diesen Stacheldraht drauf hat. Dann können wir auch nicht den da nehmen. Dann gucken wir mal weiter hier. Sippen. Wenn ich muss es von. Man kann es ja halt von außen dann auch nochmal so verkleinern, ne? Dass das alles nicht so gleich ausschaut. So, hier hätte ich jetzt quasi wieder das gleiche fast genommen. So, einmal angestellt. Zack! Raus aus dem Baumenü. Mal kurz das angucken, die ganze Geschichte, was wir hier gebaut haben. Dicht, 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 dicht.
Hier ist auch dicht und wir sind auch gleich dicht. Jetzt müssen wir quasi... Ja, warum störst du mich? Moment, ich stelle mal kurz diesen, ja, taufrischen Baum. Den stelle ich mal kurz irgendwo in Ecke hier so. Da kannst du auch nicht aus verrotten. Aber du bist ja schon verrottet. Also es ist auch keine Beleidigung. So, dann nur weil... Ich mach das auf. Na? Habe ich diese Schwimme auf? So, den stellen wir mal so nah wie es geht an diesen Bus ran, an unserer Schule. Ungefähr so in die Richtung. Dann schließen wir, wir schließen jetzt einfach nochmal die Lücke, die jetzt hier haben. Mal gucken, was wir so jetzt da machen, eventuell irgendwas verändern. Baumenü. Das sieht da eigentlich schon soweit ganz gut aus, finde ich. Okay, hier steht es ein bisschen über. Es war kein Beinbruch, aber wenn wir was wollen, nehmen wir das einfach auf, die Geschichte. Also du wärst das. Du müsstest denn quasi. Baumenü. Und jetzt sollte das einigermaßen passen. Und jetzt haben wir quasi schon mal die Ecke jetzt abgesichert. Die ist quasi, ne, safe. So, dann lautschen wir mal hinten. Latschen wir eigentlich hier lang. Wir hätten auch eigentlich... Naja, ist ja egal. So, was mit der Lampe? Leuchtet hier eigentlich noch ein Rätsel? Ja. Aber mir ist aufgefallen, ich habe zwischendurch mal die Insel verlassen, bin dann wiedergekommen und leider, ja, hat die sie nicht mehr gedreht und das Licht hat auch nicht mehr geleuchtet. Also es ist diese komische Geschichte, was ich ja letztes Mal meinte. So, jetzt haben wir hier natürlich überall satt rumzuliegen. Kurz überlegen. Hier ist der Schulbus, dann kommt hier so, der quasi können wir hier den nochmal so ein Tor hinsetzen mit so einem Eigengang. Moment. Rein ins Baumenü. Ich hab da jetzt da. Rein ins Baumenü. Hier so. Dann bei diesen Backsteingeschichten mal rein. Und wir haben sie ja so. Wir können ja so einen künstlichen Boden setzen. Quasi hier so. Okay, hier muss ich jetzt kurz mal wirklich die Schwebematte aktivieren. Jetzt mal ein bisschen was zurecht hier. So was in der Richtung. Die hier drüben mal kurz hingestellt. Machen wir das gleiche Spiel nochmal. Moment, ich muss mal kurz. Ach so, das ist doof, so kann man es nicht sehen. Das ein bisschen auszurichten hier. Dann machen wir das nämlich so. Okay. Mal kurz, ich muss mal kurz ins Ärztehaus reingucken beim Fummeldoktor. Ob jetzt eventuell dieser Fußboden, dieser künstlich, den wir gerade gelegt haben, durchgucken. Nö, scheint nicht so zu sein. Okay, das ist schon mal super. Dann können wir nicht hier wieder raus. So, hier hinten lang. Und jetzt machen wir Folgendes. Hier einmal zurück, denn hier bei diesen Zäunen rein. So, hier so die Schichte. Kurz mit dem Schwimmbad, der aktiviert. Okay, haben wir. Jetzt können wir nämlich nochmal, jetzt setzen wir uns hier mal kurz ein bisschen durch bei den ganzen Zäunen, die wir haben.
Haben wir denn nicht auch einen mit? Ja, hier haben wir auch einen mit Eingang. Den haben wir doch einfach jetzt immer so. Kurz raus aus dem Baumenü. Wie geht das Tor jetzt auf? Das würde quasi auch noch so aufgehen. Würde jetzt da durchschlagen. Kurz wieder rein. Also, nee, okay, Moment. Einmal erstmal wieder Tor zu. Moment, welches war das jetzt, was im Wege stehen würde? Das würde quasi im Wege stehen. Schließen wir noch mal kurz rein ins Baumenü. Das kurz entfernen und wir schauen mal, ob wir nicht ein anderes Modell noch haben zur Verfügung, was eventuell nicht, wo der Balken quasi die Stützstrebe nicht so stark abfällt. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt müssen wir mal kurz mal gucken, nicht, dass ich letzte aus Versehen eine Lücke reingeballert habe, wo sich eventuell ein radioaktives Kanickel sich durchzwängen könnte. Was wäre denn das halt nur jetzt, ne? Okay, das müssen wir halt noch ein bisschen jetzt dicht machen dort. Gestellt. Und dann schauen wir doch mal, wo habe ich das gesehen? Wir gehen mal kurz hier rein. Dann hier bei Wände, bei Holz, bei der Wände gucken wir mal kurz rein. Setzen wir uns hier mal kurz durch. Und da war doch immer so ein kleines Stück, was immer so verwittert schon war. Das würde, oder das hier. So, kurz mal Schwebemod aktivieren. Und dann können wir es quasi in die Lücke mal so auffüllen dort. So einfach mal hingestellt. Und dann ist die Lücke nämlich auch da dicht. So, dann setzen wir noch mal ganz ein wenig mal wieder zurück. Heute ist mal hier Wandertag. So, dann testen wir das hier nochmal. Okay, das klappt. Dann zu. Dann nochmal ins Baumenü rein. Und da gehen wir nochmal bei den Zäunen hin. So. Na, das braucht immer... Wo war das? Da war es nicht. Hier. Und zwar suche ich noch die passende Stange dazu. So eine einzelne Stange. Okay, das war schon. Können wir die hier jetzt mal nehmen. So. Haben wir einen Zaun. Hier machen wir den. So, hier wieder zu. Das gleiche Spiel machen wir jetzt hier an diesem Schulbus nochmal. Da stellen wir jetzt auch nochmal einen Zaun hin. Nach hinten wieder durchsetzen. Mit Tor wäre eins wieder so, also dass wir eins mit Tor nehmen. Nehmen wir, oder? Mit Tor? Ne, wir nehmen, Quatsch. Hier nehmen wir mal eins ohne Tor. Ach guck mal, wir hätten noch so ein kleines Tor nehmen können. Naja, egal jetzt. Warum sind die alle hier schräg? Was soll das? Warum seid ihr denn alle schräg? Gerader Zaun? Gibt es hier sowas noch in, also hier bei uns? Also, wäre das okay, so ein gerader Zaun? Moment. Das ist, der Zaun hätte jetzt hier eine quasi andere Farbe. Aber der müsste doch hier sowas. Stellen wir mal so hin und der müsste quasi so. Da ein bisschen in den Bus reinfahren, oder? Ja, ein bisschen ist doch untertrieben. Können wir den Bus noch eventuell noch ein Stück nach hinten ziehen? Komm, ich versuche nochmal den Bus nochmal ein Stück nach hinten zu ziehen.
haben wir da nochmal den ein oder anderen Millimeter nochmal rausgequetscht. Jetzt nicht ein Übel gegen das andere Übel austauschen, das wäre ja hoppel gemoppelt, also das wäre nicht schön. Also stellen wir dich mal wieder so hin. So, in der Richtung. Jetzt hier nochmal hier hochjumpen und dann müssen wir uns hier was anderes einfallen lassen. Weil ehrlich gesagt, so bin ich da jetzt dann nicht. Quasi nur den ganzen Zaun so etwas da hinten versetzen. Ich muss noch mal kurz diesen Boden hier aufnehmen, diesen künstlichen. Und wir schieben diesen ganzen künstlichen Boden einfach mal ein Stück nach hinten. Geschichte ungefähr. Moment. Einmal kurz da hinten. Dum 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 dum. Zaun aufmachen einmal bitte. Don't stop. Okay, so haben wir das hier quasi. Okay, das sieht zwar nicht richtig am Rand an, aber ich kann da ansonsten nicht schlafen. Will, das kann ja wohl nicht jetzt hier so kompliziert sein. So, so lasse ich das jetzt. Oh, ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Hier müssten wir den Zaun noch mal. Kurz deaktivieren. Nee, achso, nee, deaktivieren ist eigentlich egal. Setzen wir jetzt noch mal so einen Stab da rein. Stab, 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 Stab. Hier so eine Geschichte. Wow. Also könnte man, also kann man eigentlich so lassen. Ich gucke noch mal kurz in Ärztehaus rein, ob wir das jetzt nicht alles unter Sand gesetzt haben. Nö, da sehe ich keinen Wund, keinen Sandboden. Durchgucken, das ist wunderbar. Also so. So, lassen wir das mal. So, und was können wir natürlich jetzt oft mit diesem Platz natürlich machen? Das sage ich euch mal, das zeige ich mal so ein. Und zwar können wir hier einfach mal unsere kleine, private Mülldeponie hinstellen, so. Was wir hier alles so an Möbeln haben.
Ja, ein Bett natürlich nicht. Schlafen wir noch die hier. Außer wir haben ein ganz kaputtes Bett. Ne, ganz kaputtes Bett haben wir nicht. Oh, ein Schrott. Hier, wie zum Beispiel jetzt einfach mal, können wir jetzt ja nicht so eine Wanne hinstellen. Zack, so eine Wanne hin. Einfach alles mal was Schrott ist hier. Da können wir einfach mal so einen Backofen dahinstellen. Ich glaube, der schwebt auch jetzt gerade ein bisschen so in der Luft. Sowas könnten wir einfach mal hinschmeißen dort. Ja, natürlich haben wir jetzt keine kaputten Tabletten wollte ich jetzt schon sagen. Guck mal, wir haben ja irgendwo genug Schrott rumzuliegen hier. Das wäre zu viel Schrott. Hier nochmal rein. Setzen wir mal kurz alles durch hier, bis wir was gefunden haben, was wir so entsorgen könnten. Dann haben wir quasi unseren einen Dorfschrottplatz denn hier. Und natürlich brauchen wir dann da sehr praktisch die Modelle, die eh schon alle ziemlich verrottet sind oder halbwegs kaputt sind. Normalerweise findet man die auf Anhieb, nur ist es jetzt hier wieder so, naja. Hier haben wir Eigenbauküchen. Was haben wir hier noch? Schränke. Das sieht eigentlich quasi alles viel zu gut aus. Wir sollten das alles hier auf einmal viel zu gut aus so wegschmeißen. Vorher, na, die bestimmt nicht. Habe ich jetzt einmal zu viel gebogen gemacht? Mal hier nochmal rein. Hier, vielleicht hat da irgendeiner aus dem alten Koffer nochmal liegen gelassen. Hier so reinschieben, weil der liegt ja schon eine Weile dort, ist natürlich schon alles überwittert. Jetzt sind wir noch weiter durch. Hier vielleicht noch einen alten Safe, hier hat die einer seinen alten Safe hingestellt. Bam, einfach mal hingestellt. Kühlschrank, jetzt mit einem kaputten Kühlschrank, von denen haben wir ja genug hier. Vielleicht versteckt sich da ein kleiner Junge drin, ne? Also wenn ihr wisst, was ich meine. So ein kleiner Junge eventuell. Ah, da wurde ja auch viel echt über diese eine Questort da diskutiert, ob das überhaupt alles logisch ist und alles. Na, da sage ich immer, nimmt doch einfach so hin, wie es ist halt. Ob es nun jetzt logisch war, dass er jetzt seit 200 Jahren drin überlebt hat, also, ist ja eine ganz andere. Man muss ja nicht alles immer zu ernst nehmen. So, hier sagt man hier nochmal durch. Keine Ahnung, hier haben wir nochmal einen alten Briefkasten, den wir einfach mal warm nochmal so hinstellen können. So gut, so gut, so gut. Vielleicht nochmal ein altes Fass hier hin. So, nochmal ein Fass. Was haben wir denn unter Stühle? Da haben wir bestimmt einen kaputten Stuhl. Ich habe letztens hier so einen kaputten Stuhl gesehen. Kann ja jetzt nicht alles weg sein hier. Kaputten Stuhl, kaputten. Hier, ne, da haben wir einen kaputten Stuhl. Zum Beispiel, den können wir nochmal hinstellen. Hier gleich daneben nochmal einen doppelten. Also haben wir zwei von denen miteinander zu stehen. Hier kaputte Stühle. Das sieht doch clear aus. Bei der Bank hatten wir eigentlich nichts Kaputtes. Nö, 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 nö. Dann gucken wir noch mal hier rein. Ich will mich jetzt hier nicht groß lang nicht aufhalten. Jetzt hier ist ja keine Deko-Folge. Ist ja jetzt bloß so. Ja. Guck mal hier, vielleicht haben sich denn noch irgendwelche Leute sich noch ein schönes Lagerfeuer hinten gemacht jetzt hier. Zack, hier sowas hingestellt mal. Noch mal kurz aufnehmen. Schirmmod aktivieren. Da haben sich hier Feuer gemacht nochmal, wo hier sitzen. Wer weiß, wer sich alles hier abends rumtreibt. So, dann gucken wir nochmal weiter. Ja, das Feuer ist sehr, sehr auch egal. Hier könnte man zum Beispiel nochmal jetzt kurz deaktivieren.
einen alten Grill in die Ecke schmeißen. Oh, zack, muss ja nicht schön aussehen, ist eh die Müllhalde. Ein altes Kinderbett, das ist schon ein bisschen brutal. So, Blumen, 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 Blumen. Zappen wir mal hier einfach mal weiter durch hier. Naja, hier einen alten Rollstuhl eventuell. Rollstuhl? Können wir wahrscheinlich noch besser gebrauchen, den Rollstuhl. Als jetzt da die Geschichte. Ja, okay. Ich will lass uns das mal so. Wie gesagt, das andere machen wir jetzt mal in der Deko-Folge ein bisschen dekorieren. Aber dann haben wir quasi hier unseren eigenen Schrottplatz. Moment. Sorry, dass ich mit dem Satz aufhöre zu reden. Aber. Der schwebt in der Luft. Das kann ich nicht so lassen. So, haben wir hier quasi nur eine Schrottplatte. Ja, finden hier bestimmt nochmal Müll, aber wie gesagt, das würde ich gerne mal wieder in so einer Deko-Folge machen. Und nicht jetzt. Okay, weiter, wo haben wir stehen geblieben? Wir waren ja. Ja, was liegt denn hier eigentlich rum? Ach, hier so ein. Ja, 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 ja. Wir wurden hier angegriffen von Käfern, wurden hier angegriffen. So, hier kommt dann quasi, was habe ich gesagt? Hier kommt in unsere Schule rein. Ja, unsere Schule. Und hier sollte auf jeden Fall nochmal ein LAN hin. Und zwar. Was soll da hin? Ach ja, so ein Friseur. Ich wollte ja unbedingt noch so einen eigenen Friseur haben in dieser Stadt. Dazu machen wir mal Folgendes. Wir gehen nochmal. Als erstes brauchen wir natürlich ein Fundament. Dann können wir natürlich wieder auswählen, ob wir jetzt hier so ein Fundament da nehmen oder noch was anderes. Ich habe mal. Ich weiß nicht. Von diesen Ziegelgeschichten haben wir eigentlich schon ziemlich viele. Ich wüsste jetzt nicht, ob es optisch denn gut aussehen würde, wenn wir jetzt hier mittendrin jetzt einfach anfangen, jetzt hier mit Holz irgendwas zu bauen. Ja, komm. Wir machen noch ein Haus, machen wir so. So, was haben wir denn hier an Boden? Wir haben noch einmal den Boden. Wie gesagt, der sollte ja quasi auch so denn so am Rand sein. Also, jetzt mal folgendermaßen. Einmal so umgestellt. So, können wir es noch rüberziehen, oder? Ich muss mich denn so hinstellen, erstmal. Ah, da ist hier, das ist schon mal die Geschichte, die mich echt hier wieder auch total aufregt mit diesen Platten. An. Guckt euch das an. Das ist hier, die wollen einfach so legen, wie sie selber legen wollen, aber nicht da, wo wir sie selber hinlegen wollen. Okay, also so. Wahrscheinlich noch ein Stück rüberziehen. Machen wir das so, dann haben wir die Geschichte so. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe mal, die einzelnen Wände jetzt. Ich jetzt einfach jetzt mal so eine Wand an dort. Dann schauen wir noch mal. Ja, das habe ich mich schon befürchtet. Nehme ich hier so blöd etwas rüber. Ah. Oh, Moment. Da machen wir ganz einfach. Wir gehen noch mal ins Baumenü. So, kurz mal. Das schalten wir mal aus. Moment, kurz mal anschalten. Das ist nochmal jetzt drin. So. Wir ziehen die quasi ganze Geschichte einfach mal jetzt hier so einen Millimeter rüber. Aktivieren. Don't stop.
Jetzt will die da echt nicht auf den Fußboden drauf, oder was? Doch, jetzt. Haben wir denn noch genug Platz, dass wir denn hier lang... Ja, dürfte eigentlich noch reichen, dass wir denn da langlaufen können. Noch einmal. Und das ist hinten dicht. So, jetzt setzen wir mal die Wände an. Ja, will ich eins bauen? Nein, nein, hör auf zu bauen. Baut einfach von alleine los. Jetzt. So, gucken wir uns mal die Geschichte an. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal viel... Oh. Zeit, dass wir hier den Treppe machen. Das schaut dann schon mal so aus. So, genau, wieder rein ins Baumenü. Und dann suchen wir einfach jetzt mal passende Länder aus. So, so, einmal so. Die Geschichte ist okay. Da haben wir jetzt doppelte Fenster. Und da sitzen sie so schön. Ja. Dann kann von mir aus, dann würde ich noch sagen. Ja. Das ist so hingestellt. Hier kommt dann der Eingang hin. Also brauchen wir kurz mal eine Wand mit einem Eingang. Wo haben wir die Wand mit einem Eingang? Da kommt schon die Wand mit einem Eingang. So haben wir die Geschichte. Dann mal, kommt hier nicht. Ah, kommt das? Passt das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sollte eigentlich passen. Ich meine, ich komme da durch und... Ja, das passt. Ja, das sollte passen. So, jetzt ist es schon wieder dunkel geworden. Was haben wir uns jetzt so lange drauf angehalten? Aufgehalten? Moment. Okay, ich besorge nochmal kurz Licht. Und wir sehen uns dann gleich wieder.